So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sunset Overdrive. Ja, wir haben aufgehört. Letztes Mal direkt vor dem Comic. Ich habe auf den Knopf gedrückt in dem Moment, wo ich es gesehen habe. Ja, sammeln wir es einfach mal ein, oder? Wie klingt das? Okay, Du trägst direkt. ein magisches Oh. Comic-Heft bei dir. Da kommen auch deine Superkräfte her. Schimmel und Staubleute werden an deine Schwachstelle. Ziemlich cool. Mann, das sind echt viele Roboter. Alle. Fresse, Mann, Mann. Dann. Ah. Okay, du hast also ein magisches Comicheft und deine Mission ist es, die Comics in Twilight City zu retten. Die Story braucht noch mehr. Wie wär's mit einem Schurken? Ja, ein Schurke. Jemand, der Comics hasst. Wie meine Ex-Freundin. War nur ein Spaß. Naja, ich hatte eigentlich noch keine. Egal, ich werde weiter darüber nachdenken. Sorg du nur für Gerechtigkeit, Comic-Ritter. Hallo? Was machst du? Was magst denn du? Ah. Wo geht's hin? Wo ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Guck mal, Schuhe. Und wieder zurück. Oh, das sind ja hinreichend mitnehmen hier. Hallo? Oh, nice. Action. Muss ja auch mal sein, ne?
Gegner hier. Die, ne? Ach, eine andere Waffe. Die ist ganz sinnvoll, dass eine andere Waffe zu nehmen, ne? Okay. Wo wollte ich jetzt hin? Okay, geh mal dahin. Vielleicht bin ich jetzt zu weit. Oh. Kann ich auch mal nachschauen, was ich noch Neues habe. So, hey, ich habe bestimmt so viel Kohle und... Die eine Waffe wollte ich mir eigentlich kaufen, ne? Oh. Das ist nicht mehr die richtige Waffe, oder? Habe ich eine Waffe mit M platzen? Okay, dann gucken wir mal nach. Dum, dum, dum. Waffe, Waffe. Da habe ich eine M. Okay, da habe ich gebraucht Level 2. Ja, Level 2. Da habe ich keine M drin, ne? Das ist ein gutes. Was habe ich da noch? Diese Waffe verursacht beim Grinden oder Bouncen mehr Schaden. Das ist nur schlecht, ne? Für diese Waffe besteht die Chance, dass abgefeuerte Munition regeneriert wird. Kann man eigentlich auch machen, ne? Die schon Stufe 1 und die ist auch noch Platz gesperrt. Achso, die, ne, die Stufe 1. Die ist noch. Die zwei müssen wir theoretisch schon öfters benutzen. Die Boomerang-Knarre. Macht relativ wenig Schaden, ne? Wobei es geht eigentlich. Okay. So. Oh, da ist schon was.
Erzfeindin. Stell dir mal vor, sie kommt mit ihrem ganzen Moder zu nah an dein magisches Comicheft. Ob du deine Superkräfte mit Katzenstreu oder Backpulver wieder aufladen könntest? Die bewegen sich in Herden. Fest gemacht. Ja, volles Leben. Sag mal. Ich hatte gerade einen Wahnsinnseinfall. Wenn dein magischer Comic modert, kannst du einfach neue Comichefte sammeln, um deine Kräfte wieder aufzuladen. Dann können wir die Dramatik mit Comic-Ausgaben bis zum Höhepunkt steigern. Da können wir sicher mehr als 100 Ausgaben ausmachen. Ja, genau, ich hab's. Da gibt's dann eine Wendung. Den Comic-Ritter, also dich, plagt sein schlechtes Gewissen. Du hättest Misty retten können, als sie dich gebraucht hat. Aber du hast gerade Comics gelesen, an dem Tag, an dem sie ertrunken ist. Hat das hier einen realen Hintergrund? Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das ist eine monumentale Tragödie. Sie macht die Comics verantwortlich. Und du insgeheim vielleicht. Oh. Nicht mich selbst? Oh nein, auf keinen Fall. Woher solltest du denn ahnen, dass sie einen Unfall hat? Denk doch mal nach. Nicht so schön. Oder ohne Schulter. Du Spack! Diese Kerle machen keine Scherze. Das war's dann mit Munition. Ja, kann drauf gehen. Alter, wo? Sniper hier rein. Also, der Kampf mit Misty Moder steigert sich immer mehr. Aber es ist noch was von der alten Misty übrig. Du liebst sie immer noch.
loswerden und sie so erlösen. Aber alle konventionellen Mittel versagen. Natürlich. Ich hab etliche Fischköpfe. Und ne? Eindeutig nicht. Um Misty Moder zu besiegen, muss der Comic-Ritter das opfern, was er am meisten liebt. Das noch eingeschweißte magische Comic-Heft? Ja, woher wusstest du das? Oh, du bist wohl wirklich der Comic-Ritter. Ja, kommt nicht in Frage. Ich muss Comic-Hefte retten. Ich gebe garantiert nicht meine Kräfte für diese Moder-Tante auf. Wow, du bist ein richtiger Anti-Held. Das ist so ein ehrlicher Comic. Jetzt habe ich alles. Ich sollte das jetzt auf Papier bringen. Und du? Viel Glück da draußen, Comic-Ritter. Ich glaube an dich. Tada! Superhelden-Outfit, ne? Das können wir jetzt nachher gleich mal reinziehen. Okay. Wo geht's denn? Schaut's her. Ich mache jetzt mal einen Cut, gehe dann in die Base und nächstes Mal sehen wir uns dann mal das Superhelden-Outfit an. Vielleicht habe ich da einfach schon eine. Dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Adieu.